So, herzlich willkommen zurück. Ich bin zwar wieder ganz allein, aber ich bin schon auf dem Weg zum nächsten Ziel unserer Reise. In diesem System muss ich zu einem Planeten und zu dieser Station. Ich habe mich entschieden, zuerst zu der Station zu fliegen. Und also erst zu der Station, durch die Station durchzufliegen. Vorbeizufliegen. Viel zu schnell. Naja. Verdammt! Okay. Ja, wieder mal Elite Dangerous. Freue ich mich drauf. Sollte wieder so öfters kommen. Aber wie ich schon davor sagte, in letzter Zeit nicht allzu viel Zeit dafür gehabt. Ich fliege immer noch vorbei. Furchtbar. Hochziehen. So, noch ein Versuch. Swanwickport. Folgt mir! Nein. Nein! Ich sagte nicht folgen. Ich will doch nicht. Ach, verdammt. Bin ich sicher gleich wieder viel zu weit von dem, von der Station entfernt. Nö, gar nicht. Okay, gut. Zeit, dich zu bestrafen. Mm. Karl Coxen. Aha. Ein halber Namensvetter. Kriegst mich nicht. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Bin so schnell weg. Oh, hallo, Planet. Schöner Gasriese. So, funktioniert ganz gut das Spiel. Ich tue im Hintergrund die erste Folge Space Engineers hochladen. Und Elite Dangerous funktioniert super. Also Elite braucht gar nicht so viel Internet. Oder mein Rechner kann sich das irgendwie einteilen. Es gibt ja auch so ein Computerprogramm, wo man sich das richtig einteilen kann, was wie viel Internet beanspruchen darf. Ich glaube, sowas sollte ich mir auch holen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Am Ende gebe ich da irgendwas Falsches ein und dann lege ich hier einen halben Rechneralarm. Hm. Mal gucken. So, Raumstation. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, ich will nur so viel, wie du hast. Ach so, ja, solange es nicht noch mehr ist. Greift er mich gerade an? Das sind wir bei einer Raumstation, Junge. Jetzt aber waffenfreie Zone. Ah, jetzt hört er auch auf, ne? Waffenfreie Zone. Ich bin zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Zieh hoch! Eieieiei. Hatte der Planet nicht vorhin noch Ringe? Au. Ah. Hm. Ach du grüne Neune. Hatte der nicht vorhin noch Ringe gehabt? Oder sind wir jetzt gerade auf der Ebene 0? Das kann natürlich auch sein. Fürchterlich. Jetzt nach unten. Nach unten. Ja. Und runter. Ja, ich krieg Geld dazu. Wie ich mich freue. Endlich mal wieder so eine Aufträge zu machen. Schattenlieferung. 1,4 Millionen. Wunderbar. Das sind alles Waffenstabilisatoren, die ich hier abliefern muss, ne? Ja, in sicheren Händen, okay. Verfügbare, aber nicht erreichbare Missionen. Sind aber auch nicht gerade alle wirklich viel. Naja. Unser nächstes Ziel ist Galaktik. Ach so, nee, muss ich gar nicht galaktische Karte gehen. Egal. Hier, war ja hier. Hat sich jetzt schon gelohnt. Na? Da. Da muss ich hin und genauer muss ich dahin. Sozial Mycelii Futurae. Hört ihr die Funksprüche im Hintergrund?
Kolonie. Kampfschwimmisatoren. Im Hintergrund sind so, das finde ich toll, dass im Hintergrund so Funksprüche zu hören sind. Okay. Gut, dann zur Oberfläche. Fliegen wir mal los. Handel an sich habe ich nie gemacht. Also eigentlich habe ich mein Geld wirklich nur dadurch verdient. Ich weiß gar nicht, ob sich das so richtig lohnen würde zu handeln. Oh nein, oh, ich habe die Taste nicht. War das eher, ne? Nach oben fliegen, genau. Gut, jetzt ist hier irgendwo der Kerl, der mich kriegen will. Oh, seht ihr das? Oh, 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 eigentlich wollte ich nur angucken. Ja, ich bin weg. Wow. Nicht mich scannen. Oh, Massensperre. Oh, das ist wahrscheinlich der Hauptstern, ne? Sieht toll aus. Ich finde Elite immer noch so grandios. Ich freue mich auf die Zukunft des Spiels. Frameshift Drive charging. Wow. Ja. 4, 3, 2, 1, engage. Planetenlandung. Lang nicht mehr gemacht. Mal gucken, wie es wird. Am Ende wäre es besser, wenn ich aus dem System rausspringe und dann wieder reinkomme. Du bist zu weit weg, oder? Na, ich kann ja wirklich machen, wenn das jetzt nicht auch noch auf dem Planeten ist. Mach ich die zum Schluss. Mach ich die zum Schluss, weil jetzt muss ich erst wieder dahin fliegen und das dauert eine Ewigkeit und da... Frameshift Drive charging. Weil es mir nicht geheuer ist, auf dem Planeten zu landen. Dann will ich lieber die andere Mission noch, da kriege ich... Am Ende werde ich, klatsche ich da auf und dann ist natürlich die Mission verloren. 4, 3, 2, 1, engage. Denk doch mal an das schöne Geld. Ja, wo ich jetzt vom Stern zu der Station geflogen bin, wo ich jetzt gerade war... Da konnte ich die ganze Aufnahme vorbereiten. Das war auch schon eine ganze Weile. Bremse ab. Naja, wichtige Information. Komm. Ich will nichts riskieren. Ich will nur den. Und warte mal, wie weit ist der dann? Der ist weit weg. Kurus. Kurusti. Na gut. Frameshift Drive charging. Die Scheiben könnte man auch mal wieder putzen. Ich freue mich schon so auf den Multicrew-Betrieb. Wie der Sky... Sky irgendwas sagte. Wie hieß der Schauspieler mit Sky im Namen? Hm. Der hat so viel ernste Rollen, aber auch Komödien mitgespielt. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ich kenne ihn eigentlich auch noch durch diese Pralinenwerbung. Ja, diese Pralinenwerbung. Die wir alle nicht vergessen können. Sky Dumont. Also ähnlich, ja, Sky Dumont war's. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen und am Ende noch der falsche Name, aber der ist mir jetzt eingefallen. Durch die Pralinenwerbung. Ja, ja. Es dauert jetzt auch nur so lange, weil ich hochlade, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Also, das ist wirklich so ein Spiel, das, da kann man gleichzeitig hoch. Wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Internetvolumen. Und da ist Elite eigentlich ein super Spiel. Braucht nicht viel zum Abfragen. Und da funktioniert das. Na, das fliegt sich jetzt hier wieder, aber auch ganz schön lange, ne? Gut. Da kann ich ja mal in der Zeit gucken. Aha. Wohlgesinnt. Ich bin Mart. Also
ist in der letzten Zeit erhöht, keine Ahnung. Beim Imperium könnte ich eigentlich auch mal einen Rang machen, aus Spaß, um da in Systeme reinzukommen, wo ich sowieso nicht rein will. Aha, aha. Ja, das ist mir eigentlich alles ein bisschen Wumpe. Rückkaufkosten sind 1,2 Millionen, okay. Das ist doch recht viel. Herz von irgendwas. Hier wird schlechter, hier wird schlechter. Puh, keine Ahnung, was ich hier jemals gemacht habe. Aha. Aha. Aktuell ist es 63 Millionen. Keine Autorisierung, hä? Ach, Erlaubnis für Sondersystem und für Archinar-System. Archinar. Wie lange noch? Ach, immer noch. Ja, ja. Gut, Finanzen, ja, das. Ruf, gut. Inventar, ach, ich habe Sklaven, Kriegswaffen, Kampfstabilisatoren. Keine aktiven Filter. Hm. Materialien habe ich auch irgendwas. Ich kann mir was aha. FSA-Einspeisung. Kann ich mir das herstellen oder? Nö, fehlt. Warum sagt er mir das? Hier ist anderes SRV. Na gut, ich kann mir gar nichts herstellen. Ach, ist mir auch egal. Ist mir nicht wichtig. Fraktion leer. Ja, will ich nicht. Okay, gut zu wissen. Nein, weg. Bin immer noch nicht da. Was ist das? Schwache Signalquelle. Will ich jetzt aber auch nicht rein. Wow. Ja, ja. Ja, einmal bin ich in Notruf rein und dann war es kein Notruf. Verdammte Kerle. Ja. Mal gucken, wann ein anderes SRV rauskommt. Scarab. Hm. Tja. Registriernummer. Noch das gleiche. Ja. Naja. Ja, Multicrew. Noch so großen Schiffen, das wäre was. Das würde Spaß machen. Der Walter-Hangar. Walter. Walter Ulbricht. Der Ulbricht-Hangar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hm. Tja. Safe. Hm. Safe. Was machen die Tasten eigentlich alle? Die werden eigentlich... Ich weiß gar nicht. Ich habe den gar nicht so beobachtet, wenn ich hier... Oh! So. Oh, da fliegt einer hinter mir her. Ist es der Kerl, der freundlich bitten will? Oder ist es der einer, der mich klar abfängt? Ein neuer Kontakt. Ah, Sicherheitsbehörde. Da muss ich jetzt auch aufpassen. Na, der reiht sich so hinter mir ein. Nee, ich will nicht mit ihnen reden. Zwei Sicherheitsbehörden. Die scheinen aber jetzt nicht unbedingt zu mir zu wollen. Sterne. Mensch. Da können wir überall hinfliegen. Das Universum steht uns offen. Wir müssen nur hereintreten. Da ist ein Nebel, da will ich hin. Aber weiß Gott, was das für ein Nebel ist. So, jetzt wieder aufpassen. Wegen der Geschwindigkeit. Jetzt haut mir die Station ab, weil die ja hier im Orbit des Planeten ist. So, jetzt aber.
Man interessiert mich sich wahrscheinlich gar nicht mehr für meine Fracht. Es verfolgt mich ja keiner mehr. Ja, da rein. Docking request granted. Landing gear deployed. Ein Sicherheit, ein NPC, noch ein NPC. Na, was die alle wollen. Entschleunigen. Ganz vorsichtig. Ich glaube, langsam bin ich wieder drin. Sag ich so lange, bis ich auf dem Planeten schmettere. Ah, so. Ich finde das mit Maus und Tastatur viel einfacher. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Wahrscheinlich einfach, wer es nicht anders kennt. Deshalb will ich bloß nie anfangen, das mit Controller zu spielen. Mr. Fleck hat auch schon gesagt, hier, da holen sie sich mal schnell einen billigen Controller. Nö. Also wenn, dann erst recht den billigen. Raus ist es, wieder 2 Millionen verdient. Haha. So funktioniert das. Ja, ja, nee, heute will ich ja gar nicht mehr so lange spielen. Nö, nö, ich schaff noch das eine andere weg. Ja. Schattenlieferung, noch 8 Stunden Zeit, das könnte ich fast... Nee, so früh stehe ich morgen auch wieder nicht auf. Könnte ich aber beinahe sogar erst morgen machen. Habe auch schon mal... hier Mission gehabt, haben mir glaube ich 12 Stunden Zeit gelassen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, warum nicht? Also habe ich jetzt so ungefähr 11 Millionen gemacht. Wenn ich die Mission jetzt noch schaffe, da habe ich jetzt so ungefähr 11 Millionen. Das ist gar nicht so schlecht. Hä? Nein, hier drauf. So. Sagen, hat sich gelohnt. Immer Maya und zurück und mindestens 10 Millionen. Ja. Ich habe das ein bisschen gerundet. Also 10 Millionen werden es schon mindestens gewesen sein jetzt. Ja, so mehr Fracht ich verliere, umso höher kann ich dann auch nochmal beschleunigen. Interessant zu sehen. Dass man da wirklich bei der Masse mitdenkt. Wäre auch noch interessant. Das habe ich aber glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Dass ich nochmal gern Pulsar sehen würde in diesem Spiel. Mit einer enormen Rotationsgeschwindigkeit. Ja, deine leckere Fracht. Ah, da ist hier der Tim Sevitt. Der ist hinter mir her. Aber ich glaube, ich dürfte schnell genug sein. Nein, der Escovald... Valtoya, der ist schon seit Maya, glaube ich, hinter mir her. Und die hat keine Chance. Ich will das Geld. So, raus. Scannen muss ich ja nicht. Ab zu dem Planeten, ja. Auftanken kannst du. Und dann lande ich auf dem Planeten. Und dann war es das auch. Wir sind jetzt sowieso schon bei der 20. Minute jetzt. So habe ich wieder eine super Folge. Haha.
Mir ist nur gedacht hier, wo ich dann angefangen habe. Ah, jetzt habe ich noch nicht aufgenommen. Soll ich noch aufnehmen? Ich habe mir aber gedacht, zum Beispiel beim Planeten, wenn mir da irgendwas passiert, das wäre dann doch da ganz interessant zu sehen. Wie wenn ich da mit Lichtgeschwindigkeit jetzt an dem Planeten vorbeirausche. Wunderbar. Klausartig. Wo ist er da? Muss ich auch auf der Seite runter? Bitte lass mich doch nicht bei Nacht runter. Nee, Gott sei Dank, andere Seite. Nee, auf Nacht, da habe ich nicht so viel Lust. Oh, ein Kampfgebiet, da kann ich doch mal rein. Nein, noch eine Runde drehen. Zu schnell. Ich frage mich, ob der Pilot eigentlich einen hohen Sonnenschutzfaktor tragen muss. Oh, da ein Riesenkrater. Na, genau auf der Tag-Nacht-Grenze, da haben wir dann auch noch einen wunderschönen Blick. Sieht toll aus. Und die Krater mit ihren Schatten und alles. Und Mensch, das Spiel ist der Hammer. Vor 10 Jahren hätte man niemals daran denken können. Ich habe zwar nie... Ich könnte sogar, weil ich ja hier Elite Dangerous gekauft habe, kann ich dieses Elite, dieses Original Elite oder Elite 2 oder wie auch immer von Frontier, kann ich spielen. Kann ich mir auf der Hauptseite downloaden und kann ich spielen. Das habe ich glaube auch mal vor. Obwohl, wegen das ist komplett auf Englisch und das könnte dann doch schon ein bisschen knifflig werden. Was die ja alles dann vielleicht haben, aber egal. Egal. Und dann kann ich mir mal angucken. Aber wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass es so aussehen würde? Mensch. Und die Krater. Dass alles berechnet wird. Dass da Schatten ist, weil da eine Sonne ist und der Planet und überhaupt und... Einfach toll. Da sehe ich die Station schon aus 90 Kilometer Entfernung. Aus 90 Kilometer Entfernung. Denkt euch das mal. Dresden ist näher, aber ich glaube Dresden will ich nicht so schön sehen. Und oh, die Station hat auch noch Schatten. Oh, toll. Achso, Gleiten war auch noch. Ach, habe ich vollkommen vergessen. War ich im richtigen Winkel oder nicht? Kann sein, dass ich jetzt im viel zu steilen Winkel war. Jedenfalls braucht das jetzt ein bisschen zum Laden. Wie gesagt, ich lade ja im Hintergrund noch hoch. Dürfte sich aber sowieso gleich fangen. Ich war anscheinend im richtigen Winkel. Muss jetzt aber extrem aufpassen wegen der Geschwindigkeit. Sagte er und schaffte es noch. Die Schatten. Wenn ich jetzt ein bisschen hier warten würde, kommt darauf an, wie es jetzt ist. Ob jetzt Sonnenuntergang... Oh, hier ist irgendein Fehler, oder? Ist das ein Fehler oder soll das eine Landebahn sein? Nee, ist ein Fehler, oder? Oder ist das so aufgeschüttet? Hä? Nee, hier ist glaube ich ein Fehler in der Matrix. Sieht so aus, als wäre der Boden da nicht so korrekt. Na gut. Hätte ja auch eine Landebahn sein können, ne? Lange. Für Flugzeuge. Fahrwerk raus. Nein! Ah! Ja, wenn ich jetzt noch eine Weile warten würde, könnte ich dann sehen, wie die Schatten länger werden und alles. Und da ist Werbung. Die bringen Werbung. Ach, ich liebe dieses Spiel. Da freut man sich schon über Werbung. Na, ich stehe hier ein bisschen... Oh, gut. Jetzt aber rein, dass uns nicht die Sonnenstrahlung noch so brutzelt. Das ist schlecht für die Außenhaut. Für den Lack. Tschüss, Sonne. So, Sternhafendienste, willkommen in Samyatin Gateway. So, wunderbar.
25 Minuten schon die Folge. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt verkaufen wir streng geheim. Ja, kannst du kriegen. Nochmal fast 3 Millionen gemacht. Ha. Toll. So um die 10 Millionen heute gemacht. Wohlgesinnt, Maya, wunderbar. Datenabruf. Ja, irgendwas kann ich hier machen. Strafe muss sein. Hm. Schneller Transport, ja, das ist dann, was so Kettenmissionen sind. Aber wie gesagt, da brauche ich einen höheren Rang. Okay, würde ich mal sagen, einen schönen Tag noch. Das war's dann wieder mal. Ja, so. Und sagt dann, ciao, ihr Doktor, over and out. Das habe ich verdammt lang nicht mehr gesagt. Gut, tschüss.